Guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Entwicklerkonferenz. Wir haben inzwischen Donnerstag, den 18. März 2021. Und heute sind wir bei Teil 3 unserer Serie angekommen, die wichtigsten Indikatoren. Und man hat mir folgende Indikatoren mitgeteilt. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Chaikin Money Flow, kurz CMF, und dem Money Flow Index MFI. Warum beschäftigen wir uns mit den beiden? Naja, wie der Name schon andeutet, geht es in beiden wieder um das Thema Geldfluss. Wo fließt das Volumen hin? Wo fließt das Geld hin? Und das Thema hatten wir in ähnlicher Form schon im ersten Teil, als ich euch die ADL vorgestellt habe, die sogenannte Distribution, Accumulation und Distribution Line, ADL, wo es schon mal um ein ähnliches Thema ging. Und als wir die ADL gemacht haben und dann ja auch mit dem Trading Desk zum Beispiel die Aktien des DAX analysiert haben, da war mein letzter Hinweis, meine letzte Idee, dieses auch in unseren Kurslisten verfügbar zu machen, sodass wir ein Screening durchführen können. Problem beim ADL vor 2 Wochen war leider, dass der Ergebniswert des ADLs wenig vergleichbar ist. Woran lag das? Das lag daran, dass das Volumen natürlich bei einer Adidas-Aktie ganz anders ist als bei einer Telekom-Aktie, also in absoluten Werten. Und die ADL-Linie war ein absoluter Wert. Ich kann nicht 1 Million gehandelte Stücke in Adidas mit 1 Million gehandelte Stücken in Siemens vergleichen. Und dieses Problem haben wir bei diesen beiden Indikatoren nicht. Diese werden quasi standardisiert oder relativiert. Das heißt, gibt dann Werte, die ja, zwischen minus 100 und plus 100 zum Beispiel immer hin und her eiern. Und damit werden Werte vergleichbar. Und somit kann ich euch heute diese zwei Indikatoren erklären, in unserem Chart präsentieren und vor allen Dingen dann auch über entsprechende Kursspalten in der Kursliste verfügbar machen. Und dann gucken wir uns mal an, welche Werte aus der Sicht dieser beiden Money Flow Indikatoren aussichtsreich sind, positiven Money Flow haben, wo das Geld reinfließt und wo das Geld herausfließt. Bevor wir aber zur Praxis kommen, ein paar dröge theoretische Kommentare, die für mich aber recht wichtig sind, weil ich euch nicht nur quasi das Lehrbuch so ein bisschen erklären will, also oder nicht nur lehrbuchgetreu euch die Indikatoren vorbeten will und ein bisschen die Formeln vorbeten will, sondern euch auch versuche, so eine Art Verständnis bei euch zu entwickeln, dass hier sehr viele Köche den gleichen Brei kochen. Also viele versuchen das Gleiche irgendwie zu entdecken und haben ganz ähnliche Ansatzweisen. Und warum machen die das? Und warum gibt es da so viele Dinge? Und geht es nicht einfacher, beziehungsweise was ist das Beste und die ganzen Folgefragen, die sich daraus ergeben, dass wir auch das ein wenig diskutieren. Gut, legen wir mal los. Der Chaikin Money Flow, wie der Name schon sagt, ist auch hier der Erfinder Mark Chaikin, der auch hinter dieser ADL-Linie, die ich gerade angesprochen habe, steckt. Die ADL-Linie haben wir im Tool und die ADL-Linie zeigt uns, wohin das Geld fließt, mit diesen Begrifflichkeiten Akkumulation und Distribution. Habt ihr bestimmt gehört, heute war ein Akkumulationstag. Ne? Es passiert viel Volumen und die Kurse steigen. Und dann auch andersherum, wenn der Markt vermeintlich einen Top macht, dann gibt es sogenannte Distributionstage, häufig dann auch in den Indizes. Das bedeutet, es gibt eine Abwärtsbewegung. Diese Abwärtsbewegung wurde auch durch das Volumen unterstützt. Und vor 2 Wochen hatte ich schon quasi die Bedeutung oder das versucht zu erklären, indem ich sage, das Volumen, das uns ja pro Tag zum Beispiel zur Verfügung steht, dieses Volumen zu bewerten. Denn an der Börse, das Volumen an sich ist ja erstmal neutral. Soll heißen, einem Käufer steht immer ein Verkäufer gegenüber. Ne? Diese gute alte Börsenregel. Ne? Der eine ist von der Aktie überzeugt und kauft sie und der andere will sie genau dem gleichen Moment loswerden. Aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, das eine Stück, was gehandelt wird, ist an sich erstmal rein neutral. Es gibt einen Käufer und einen Verkäufer. Und jetzt versucht dieser Chaikin Money Flow oder auch alle anderen Money Flow Indikatoren trotzdem das Volumen zu bewerten und zu sagen, nee, heute war aber ein Tag,
wo ich das Volumen, wo ich den Handel negativ oder positiv einstufe. So, da das jetzt aber aus dem Volumen, wie gesagt, selber nicht hervorgeht, brauche ich einen weiteren Wert, einen Faktor, der den Ausschlag gibt, ob positiv oder negativ. Beim ADL hatten wir vor 2 Wochen diesen sogenannten Close Location Value dafür berechnet. Dieser Close Location Value war nichts anderes als, wo steht denn der Schlusskurs in der Tagesspanne? Da hatten wir uns diese schöne Formel angeguckt, CLV ist der Close Location Value. Und dann gab es hier diese 3 Teile, Schlusskurs minus Tief, Hochkurs minus Tief und das Ganze geteilt durch die Spanne des Tages, durch High minus Low. Ich hatte das mal ins Menschliche übersetzt, die menschliche Sprache. Ne, Close minus Low heißt nichts anderes als, wie weit ist der Kurs vom Tief gestiegen? Ne? Der Schlusskurs abgezogen vom Tiefskurs. Wenn der Schlusskurs also wesentlich höher steht als das Tief, dann sind wir im Laufe des Tages von diesem Tiefkurs ordentlich gestiegen und das wird dann quasi als positiv gewertet. Und demgegenüber müssen wir den Docht, wenn ihr so wollt, einer Kerze, naja, es ist nicht ganz der Docht, aber quasi den oberen Teil der Kerze auch betrachten und sagen, naja, aber am gleichen Tag sind wir von dem Höchstkurs doch deutlich gefallen, um dann zum Schlusskurs zu kommen. Oder mit anderen Worten, wie weit ist der Kurs vom Hoch gefallen? Und das war bei diesem CLV quasi das Merkmal, um den Tag positiv oder negativ zu bewerten. Das hat Vor- und Nachteile oder beziehungsweise es hat Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Ein Ding ist, dass zum Beispiel eine Übernacht-Performance, ein Gap, überhaupt nicht berücksichtigt wird. Wir schauen uns an dieser Stelle nur den aktuellen Kursverlauf des Tages an und anhand diesem Faktor bewerten wir das Volumen als positiv oder als negativ. Wenn wir das nun machen, das heißt, dieser CLV-Faktor bestimmt nun die Qualität des Volumens. Daraus haben wir dann den ADL berechnet, wo wir gesagt haben, der ADL ist jetzt nichts anderes als das Volumen, das an dem Tag wirklich angefallen ist, multipliziert mit diesem Faktor. Dieser Faktor ist entweder positiv, wenn wir also mehr vom Tief gestiegen sind, oder er ist negativ, wenn wir mehr vom Hoch gefallen sind. So, da sind wir bei dieser ADL-Linie, verweise ich auf das Webinar von vor 2 Wochen. Und da kam halt ein Wert raus, dieser ADL-Wert, der eine absolute Größe repräsentiert hat, also so und so viel Millionen Euro. Und damit war das Ganze nicht vergleichbar. Und der CMF, das ist quasi eine Weiterentwicklung, wo jetzt gesagt wird, die ADL-Werte für eine gewisse Periode, dafür steht hier dieses Summenzeichen von 0 bis n, das soll heißen, wir nehmen den ADL-Wert für n vergangene Kerzen und summieren das auf und diesen hier setzen wir in das Verhältnis zum Gesamtvolumen. Und dann haben wir quasi einen Faktor, eine Zahl, die wir vergleichen können. Ne, bei Adidas werden halt 5 Millionen insgesamt gehandelt und davon sind wir bei plus 1 Million ADL, also ein leicht positiver ADL-Wert. Wir interpretieren das insgesamt als positiv und dann haben wir hier 1 Million zu 5 Millionen stehen. Und das gibt dann halt 1 zu 5, einen Wert von 0,2. Und demgegenüber haben wir jetzt Siemens, ne, wo wir jetzt nicht 1 Million zu 5 Millionen haben, sondern 10 Millionen zu 50 Millionen. Ne, da merkt ihr schon, die absoluten Zahlen sind deutlich größer, aber da wir es ins Verhältnis setzen, kommt dann hier auch ein Wert von 0,2 raus und somit bekommen wir dann Werte, die standardisiert sind und die vergleichbar sind. Also ist der CMF eigentlich gar nicht viel Neues. Wir kennen ihn schon. Die Berechnung ist mehr oder weniger das ADL, aber wir haben nun hier einen Vergleichswert. Vergleichswert ist falsch, ein Referenzwert, in den wir den ADL-Wert in Bezug setzen. Auch die Periode ist neu. Ne, wir hatten bei der ADL-Linie beim letzten Mal so eine fortlaufende Linie, quasi das Volumen wurde einfach immer aufaddiert und aufaddiert und aufaddiert. Das machen wir jetzt hier nicht. Hier wird der ADL-Wert eines jeden Tages genommen und dann einfach ins Verhältnis gesetzt. Wie sieht das aus? Habe ich euch schon mal einen Screenshot aus dem Trading Desk mitgebracht. Ihr seht,
hier oben den Verlauf von Infineon und wir sehen jetzt darunter zweimal den CMF. Einmal mit der Periode 260. Warum 260? 260 Handelstage sind ungefähr immer ein Handelsjahr. Die repräsentieren relativ genau ein Handelsjahr. Also ein sehr langfristiger Zeitraum. Und hier unten das Ganze nochmal mit 20 Handelstagen. Ne, diese Summe, die wir gebildet haben, hier einmal über 20 Tage und einmal über 260 Tage. Logischerweise ist die Kurve über die 260 Handelstage deutlich gleichmäßiger als die über die letzten 20 Handelstage, weil wir wesentlich mehr Volumen betrachten und ein neuer Volumentag dementsprechend weniger Einfluss hat auf das bestehende Ergebnis, weil ein neuer Volumentag in diesem Falle ein 260stel ausmacht, als hier, wo ein neuer Volumentag ein 20stel ausmacht. Ihr seht auch, dass diese Werte jetzt hier um die 0 herum schwanken, ne, je nachdem, ob das Volumen positiv, das ADL-Volumen positiv gewertet wird oder negativ gewertet wird. Und es schwankt immer um die 0, wenn quasi der ADL-Wert 0 ist. Ne. Dann ist es auch egal, zu welchem Bezug ich das mache. Sprich, ADL-Wert heißt, es liegt genauso viel Volumen vor, dass ich positiv bewerte, wie Volumen, das ich negativ bewerte. Und dann komme ich quasi bei plus minus 0 raus. Der Hans-Jürgen fragt, welches Volumen von welcher Börse wird verwendet. Bei uns ist es so, ihr seht hier zum Beispiel, dass da Infineon Euro-Indikation drüber steht, dass hier die Hauptbörse Xetra verwendet wird. Ne, diese Daten, die stehen dann bei uns immer am nächsten Handelstag zur Verfügung. Ne, Xetra-Daten sind hier lizenzierte Daten und so weiter und so fort. Und wir bieten ja grundsätzlich immer kostenfreie Daten an. Das heißt, am nächsten Tag ist dann das Handelsvolumen des nächsten Tages, des Tages verfügbar. Und so nehmen wir immer an den Stellen die Hauptbörsen. Das ist in Deutschland fast immer Xetra, manchmal Frankfurt, manchmal Stuttgart. Geht aber formal auf alles. Ist auch ein spannendes Thema. Ihr wisst, die technische Analyse und die solche technischen Analysewerte sollte man immer ein bisschen nicht kritisch betrachten, aber man sollte zumindest verstehen, was man macht. Ich formuliere es mal vorsichtig. Und diese Frage nach dem Volumen macht schon Sinn. Denn es können natürlich pro Börsenplatz ganz unterschiedliche Ergebnisse herauskommen. Ne, wenn ihr dann Lang und Schwarz nimmt oder Frankfurt nimmt oder Stuttgart nimmt oder Xetra nimmt, wird es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die Kerzen sehen anders aus, weil die Handelszeiten anders sind. Natürlich sind die absoluten Stückzahlen anders und vieles mehr. Damit ärgere ich immer so ein bisschen die eingefleischten Charttechniker, weil ich dann sage, naja, ihr macht so viel Analyse auf die paar Informationspunkte, die ihr habt und spiegelt das denn überhaupt wirklich den Markt so wider? Das ist so wie ein Astrologe quasi nicht nur in einen Himmel guckt, sondern in ganz viele Himmel guckt und versucht daraus was abzuleiten. Möchte ich gar nicht weiter bewerten, möchte ich euch immer nur mit Vorsicht mitgeben, dass das natürlich eine große Rolle spielt. Standardantwort, die man dann in diesem Falle bekommt, ist, naja, ich nehme die Börse, wo halt das meiste Volumen umgesetzt wird, wo die meisten Marktteilnehmer sind und somit das eindeutigste, ehrlichste Ergebnis herauskommt. Und so ist es im Prinzip bei uns ja jetzt hier auch so. Infineon wird unbestreitbar am meisten auf Xetra gehandelt und wahrscheinlich auch in einem wesentlich größeren Faktor als bei den kleineren Börsen. In der Regel ist Xetra Faktor 20 bis 100 größer als Tradegate, Stuttgart, Frankfurt und so weiter, wobei natürlich Ausnahmen die Regel bestätigen. Also es gibt natürlich dann nicht diesen einen eindeutigen universellen Handelsplatz. Ne? Die Amerikaner haben es dann ein bisschen einfacher. Bei uns ist das sehr fragmentiert. Gut. Also CMF für 260 für 20 Tage. Ihr seht, der untere flackert deutlich mehr. Der obere ist dann wesentlich angeglichener. Ich bin ein Fan von langfristigen, größeren Perioden. Die, was in der Literatur immer so benannt wird, 14 Tage oder 20 Tage, also 20 Kerzen, halte ich für extrem kurzfristig. Und man sieht an diesen Schwankungen, ob das wirklich so ausschlaggebend ist.
Ich finde gerade bei solchen Vergleichen, wie wir es dann heute machen werden über solche Screenings, dass die langfristigen Entwicklungen eigentlich viel spannender sind. Damit stehe ich so ein bisschen allein auf weiter Flur. Wenn ihr Bücher da zu dem Thema euch holt oder auf den Internetseiten geht, da wird kaum einer eine Idee kommen, hier in 260er Parameter einzutragen. Alle werden sagen 14, 20, maximal eine 65, um quasi ein Quartal zu betrachten. Aber ich denke, den langfristigen Blick, der ist durchaus immer interessant, wenn nicht sogar wesentlich interessanter. Wir haben oder ich habe im Trading Desk daher zwei Spalten je Indikator verfügbar gemacht. Ich habe den 20er und den 260er auch genommen. Quasi, ich habe einmal den klassischen kurzfristigen genommen und aber auch den langfristigen schauen wir uns später noch an. Im Chart selber könnt ihr natürlich den Parameter setzen, wie ihr wollt. Na, da könnt ihr von 1 bis 1 Million alles sinnvolle oder nicht sinnvolle eintragen. Jetzt kommen wir zum Money Flow Index. Sergej sagt schon, wo gibt es den CMF im Terminal? Er findet ihn noch nicht. Wie immer, ich habe im Laufe des Tages den hinzugefügt. Das heißt, vermutlich werdet ihr das Desk einmal neu laden müssen oder spätestens morgen ist der dann verfügbar. Aber ich werde es euch auch gleich zeigen und dann werdet ihr es sehen. Kommen wir zum Money Flow Index. Ich habe mal fast die gleiche Seite genommen wie gerade beim Chaikin Money Flow, weil es ist im Prinzip sehr, sehr ähnlich und vor allen Dingen die Aufgabenstellung ist genau die gleiche. Erfunden wurde es von Gene Kwong und Afroom Sodak, weniger bekannt, hätten wir auch lieber ihren Namen in die Bezeichnung des Indikators nehmen sollen. Aber im Prinzip waren das alles Trader, die so in den an Das fing in den 70ern an, ging dann 80er, 90er Jahre weiter. Und das waren so die ersten, die dann mit Computern was gemacht haben und die dann sich solche Sachen ausgedacht haben. Paradebeispiel ist immer John Bollinger. Das Bollinger-Band kennt jeder. Und John Bollinger hat das auch in den 80er Jahren dann irgendwann mal definiert. Das heißt, diese ganzen Sachen, die wir da lernen, die sind gar nicht so alt. Ah, 40 Jahre, okay. Sind alles ja mehr oder weniger relativ simple mathematische Herangehensweisen. Das heißt, da steckt gar nicht so viel große Magie drin. Vielmehr sollte man sich darüber klar sein, was er denn da eigentlich macht und was er denn als Ziel haben will. Der Money Flow Index ist nämlich genau die gleiche Fragestellung. Wohin fließt das Geld? Und das Tagesvolumen wird auch hier bewertet. Jetzt habe ich es einfach mal durchgestrichen und mit Hand quasi drüber gemacht. Hier an dieser Stelle verwenden wir nichts mit Accumulation und Distribution Line und nicht unsere Close Location Value, sondern hier wird die Typical Price Performance genommen. So, was ist jetzt die Typical Price Performance? Der Typical Price, den kennen wir, das ist der typische Preis des Handelstages, nämlich High, Low, Close geteilt durch 3. Und Performance heißt, wie verändert sich dieser typische Preis von Tag zu Tag? Wir sehen also hier schon einen wesentlichen Unterschied zu dem Ansatz von Chaikin. Hier wird die Performance mit reingenommen, also nicht Close Location Value, wie sieht die Kerze aus, sondern hier haben wir als Bewertungsmaßstab auch wirklich die Performance. Schauen wir uns das im Detail mal an. Es wird definiert der sogenannte Money Flow. Das ist noch nicht der Money Flow Index, sondern es wird einfach der Money Flow genommen. Und der Money Flow ist jetzt nichts anderes als der Typical Price, High, Low, Close Drittel, multipliziert mit dem Volumen. Na, wir sagen also, heute wurden so und so viele Stücke umgesetzt. Das ist wieder das, was es später dann zu bewerten gilt. Aus diesem Money Flow definiert er das sogenannte Money Ratio, also ein Money-Verhältnis. Und zwar das Verhältnis aus dem positiven Money Flow geteilt durch das negative Money Flow. So, und jetzt müssen wir wieder, haben wir wieder die Aufgabenstellung, was ist jetzt positiv und was werten wir negativ? Bei Chaikin war es, wie gesagt, die Form der Kerze. Ne, wo steht der Schlusskurs? Hier wird es jetzt definiert darüber, ob der Typical Price gestiegen ist oder gefallen ist. Das heißt, wir definieren den Money Flow als positiv,
wenn der Typical Price von heute größer gleich dem Typical Price von gestern war. Oder mit anderen Worten, wenn der Kurs gestiegen ist, nicht auf Schlusskursbasis, ne, das ist ja so die klassische Ansicht, die wir kennen, wo steht die Aktie, wenn der Markt schließt. So, hier wird der Typical Price genommen, aber es wird gesagt, wenn der Typical Price von heute größer gleich dem ist von gestern, dann werten wir das umgesetzte Volumen als positiv und andersherum als negativ. Das Ganze wird wieder über eine gewisse Anzahl an Perioden aufsummiert. Das heißt, ich gucke mir die letzten 20 Handelstage an. Von den letzten 20 Handelstagen an 15 Tagen ist der Kurs gestiegen oder vielmehr der Typical Price ist gestiegen. Das heißt, ich nehme mir dann das Volumen dieser 15 Tage und teile das durch die verbleibenden 5 Tage, die negativ gewertet werden, weil der Typical Price halt gefallen ist. Und dann mache ich daraus ein Verhältnis, die sogenannte Money Ratio. Bei 15 zu 5 Tagen kann man davon ausgehen, dass das positive Volumen dann noch größer ist. Muss es ja aber, wie gesagt, nicht. Kann ja sein, dass einer von den 5 Tagen ein richtiger Crash-Tag mit riesengroßen Volumen ist. Und dann ist dieses Ratio nicht ganz so eindeutig. Aber wir haben quasi alles drin. Das heißt, wir haben drin, ist es positiv oder negativ. Hier ein kleiner Hinweis für die, die aufgepasst haben. Beim Chaikin Money Flow bewerten wir das Volumen ja danach, wie eindeutig die Kerze positiv oder negativ zu werten ist. Also wenn der Schlusskurs wirklich ganz oben an einer langen Spanne ist, dann werten wir das gesamte Volumen. Und wenn der Schlusskurs mehr in der Mitte einer Kerze war, dann werten wir das Volumen ja quasi mit Null. Das heißt, wir haben hier wirklich so eine Art Faktor drin, auch noch wie die Kerze aussieht. Das haben wir hier nicht. Hier sagen wir einfach, Entschuldigung, sorry, ein wenig durcheinander gekommen. So, hier werten wir einfach, ist der Typical Price größer, ja oder nein? Worauf ich hinaus will ist, stellt euch eine Aktie vor, die jeden Tag irgendwie so 0,1% steigt und steigt und steigt und steigt und steigt. Na, also ganz wenig. Dann ist dieses ganz wenig spielt keine Rolle, sondern es wird einfach gewertet, okay, das gesamte Volumen ist positiv. Wenn der Tag mal 10% macht oder 20% macht, spielt das hier in diesem Falle keine Rolle. Das heißt, die Performance an sich geht hier als reiner Faktor nicht ein, sondern es geht nur als Entscheidungskriterium ein. Seht ihr, da ist schon wieder Raum für den nächsten Indikator. Ne? Wir könnten quasi unseren eigenen Indikator bauen, der vielleicht solche Schwächen in Anführungszeichen ausbügelt. Aber beim Chaikin haben wir gar keine Performance-Betrachtung, sondern nur die Form. Hier haben wir zwar eine Performance-Betrachtung, aber nicht in ihrer absoluten Größe, sondern einfach nur in ihrer, dass sie auftritt und vieles mehr. So, jetzt haben wir halt dieses Money Ratio und dieses Money Ratio wird normiert zum Money Flow Index über diese wunderbare Formel 100 minus 100 durch 1 plus MR und das ist nichts anderes, als auch wieder dieses Ratio in ein Format zu bringen, sodass dieser Wert zwischen 0 und 100 schwankt. Ne, wir haben 100 und ziehen davon 100 ab, aber diese 100 werden so viel abgezogen, je nachdem, wie groß dieser MR-Wert ist. Ne, verändert am Zahlenwert eigentlich nichts, sondern normiert den Ganzen. Schauen wir uns auch das mal an, wie es dann im Trading Desk gleich aussehen wird. Wir klicken uns gleich in Ruhe mal durch die DAX 30 Werte, um auch mal die Ergebnisse dann zu vergleichen. Denn wir wollen ja das Gleiche messen, den Money Flow. Und da wird es gleich spannend sein, zu sehen, ob denn da jetzt auch das Gleiche rauskommt oder ob da vielleicht sogar unterschiedliche Ergebnisse herauskommen. Ihr seht oben wieder den MFI für 260 Perioden, unten den MFI für 20 Perioden. Somit sind die Ausschläge wieder beim kurzfristigen deutlicher. Wenn ich mir das Verhältnis von nur 20 Tagen angucke, kann es ja durchaus mal sein, dass wir da Verhältnisse von 17 zu 3, von 18 zu 2 haben. Und dementsprechend wird ganz viel Volumen als positiv gewertet. Das wird bei
einer MFI-Berechnung von 260 weniger der Fall sein, dass wir alle 260 Tage als positiv bewerten und damit dann auch einen Wert von 100 Punkten oder von 100 bekommen würden, ist extrem unwahrscheinlich. Und somit ist der Verlauf gleichmäßiger, als auch, dass die absoluten Werte enger beieinander sind. Ne, ihr seht hier zum Beispiel, hier kommen wir gerade mal auf die 54, 56 nach oben oder auf die 50 nach unten. Und hier unten schwanken wir mal ganz locker von 30 oder sogar von 25 bis 70. Weil man auch ganz unterschiedliche Dinge bewertet. Ich zeige es mal gleich am Chart, aber hier sieht man es auch ganz gut, als Infineon hier Anfang März, da so ein paar Tage, man sieht rote Volumenbalken und auch fallende Kurse. Das sieht man in dem langfristigen nicht ganz so stark, sieht man aber im kurzfristigen deutlicher. Da wirkt das dann deutlicher aus, weil auch wieder quasi jede neue Volumeninformation hier nur ein 260stel ist und da unten ein 20stel ist. Ich wiederhole mich, aber einmal mal zum Verständnis. Gut, das heißt, wir haben jetzt zwei Kennziffern zur Bewertung des Moneyflow. Die eine geht mehr auf die Kerzenform, nämlich der Chaikin, der CMF. Na, kann man sich gut merken, Chaikin C Candle, ne, der guckt mehr, wo schließt die Kerze. Und beim Money Flow haben wir den Typical Price, also da haben wir die Performance drin, da haben wir dann auch die Gaps drin, sprich, wenn am nächsten Tag das Ganze 5 Prozentpunkte im Plus aufmacht oder Minus aufmacht, dann sollten wir auch im MFI den entsprechenden Veränderung sehen. Was wir bei dem Chaikin nicht unbedingt sehen. Ne, wenn dann die Kerze zwar mit einem Gap aufmacht, aber sich stabil hält, dann ist für den Chaikin quasi die Welt in Ordnung. Dann sagt er, wieso? Schlusskurs liegt doch im oberen Bereich der Kerze und sieht gar nicht, dass die Kerze an sich, aber meinetwegen mit einem ordentlichen Gap down sich gebildet hat. Gut, so viel aber zur Theorie und so viel dazu, dass wir überhaupt wissen, wovon wir reden und dass wir vor allen Dingen vom Gleichen reden. Und jetzt zeige ich euch mal das Trading Desk, so wie es ja dann heute, wenn ihr jetzt auch ein Steuerung F5 macht, ne, das berühmte Steuerung F5, einmal neu laden, dann werdet ihr es auch sehen und sonst spätestens wird sich das auch dann in eurem Browser morgen propagiert haben, dann werdet ihr das entsprechend sehen. Also, wir haben einmal in den Indikatoren jetzt den MFI und den CMF mit dabei. Da könnt ihr die Parameter entsprechend einstellen. Ich habe hier auch nochmal die ADL-Linie mit reingenommen, die wir beim letzten Mal ja schon gesehen haben, damit wir auch gleich hier die Werte genauer interpretieren können. Ich habe mir eine Konfiguration für den Chart angelegt, die habe ich Volumenindikatoren genannt, sodass ich jetzt mal schnell durch die Charts durchklicken kann und immer wieder die gleichen Indikatoren an der gleichen Stelle habe. Außerdem seht ihr jetzt hier die Spalten. Einmal MFI 20, CMF 20, MFI 260 und CMF 260. Das heißt, diese Berechnungen auf 20 bzw. 260 Einheiten, um jetzt die Werte des DAX sortieren zu können. Ab morgen wird das auch für alle Werte der Euro-Indikation und der Dollar-Indikation dann vorliegen. Dementsprechend immer für von den Hauptbörsen. Ich habe es mal für heute, fürs Webinar, weil ich damit quasi vor einer Stunde fertig geworden bin, für die DAX-Werte vorbereitet. Ich zeige es euch dann nächste Woche nochmal und dann entwickeln wir das auch mal peu à peu weiter. Vielleicht können wir uns ja heute mal zwei Aktien auf der Long- und zwei Aktien auf der Short-Seite angucken und das Ganze bis nächste Woche mal weiter verfolgen. Gut, was sehen wir? Fangen wir mal oben an. Ich sortiere mal nach Name, dann können wir uns die Adidas mal angucken. Wir sehen ja oben den Kursverlauf von Adidas und Adidas hatte uns bei der ADL-Analyse vor zwei Wochen auch schon nicht so richtig gefallen, weil das Volumen beim ADL negativ gewertet worden ist. Sollte daher beim CMF ähnlich sein, na, weil der ja den gleichen Ansatz verfolgt. Es würde uns sehr wundern, wenn der CMF jetzt hier anders ist. Mit anderen Worten, in dem Kurs von Adidas tauchen jetzt hier, nehmen wir mal die letzten sechs Monate,
zahlreiche Kerzen auf, die eher negativ zu werten sind. Das heißt, wo der Schlusskurs eher am unteren Ende der Spanne ist. Wir sehen, dass trotzdem Adidas seitwärts läuft vom Kurs her. Und da seht ihr diesen großen Unterschied zum MFI, zum Money Flow Index, wo die Performance mit reinläuft. Wir können theoretisch einen Kursverlauf haben, wo eine rote Kerze neben der anderen ist. Ich zoome mich mal wirklich rein, weil ich denke, das wird hier quasi der Fall sein. Ne, da haben wir hier eine rote Kerze nach der anderen. Die packen wir mal alle nebeneinander. Und die würde unser Chaikin alle negativ bewerten, weil er immer sagt, wir schließen am unteren Ende, wir schließen am unteren Ende. Aber unterm Strich laufen wir seitwärts, weil meinetwegen die Aktie dann mit einem leichten Upgap aufmacht oder einfach höher aufmacht und dann über den Tag wieder verliert, höher aufmacht, über den Tag wieder verliert. Und da sagt Chaikin, das werte ich negativ, weil ich gucke mir immer nur an, wie die Kerze aussieht und dann mal der eine Linie von links oben nach rechts unten. Na, und dann kommen wir hier auf diese schwachen Ergebnisse. Das heißt, der CMF 4, 260 und 200 und auf 20 Tage sind im negativen Bereich. Na, minus 0,26, minus 0,243. Da ist mir auch ein kleiner Bug noch aufgefallen, den ich morgen noch wegmachen muss. Wir sehen hier die minus 0,34 und das passt dann, wenn ich auf die letzte Kerze gehe, wo noch Volumen da ist. Na, dadurch, dass wir ja heute noch kein Volumen haben, hat er hier schon weitergerechnet und das Ganze als negativ eingestuft. Na, und jetzt passt das, jetzt seht ihr hier, minus 0,026 und jetzt passt das hier zu den minus 0,026. Das heißt, ich muss hier den Chart noch anpassen, weil wo kein Volumen, kann ich nichts rechnen, habe ich nicht aufgepasst. Bei der ADL-Linie hatte ich es noch richtig gemacht, die habe ich einfach unverändert weitergetragen. Und auch beim MFI, da seht ihr, da fehlt der Wert von heute, was richtig ist, weil von heute habe ich noch kein Volumen. Das habe ich beim CMF nicht betrachtet. Also nicht gleich Beschwerdemails schreiben. Der Wert stimmt nicht, werde ich bis morgen fixen. Das sind dann die Bugs, die man so 10 Minuten vor dem Webinar noch findet. Gut, aber ne, das heißt, das Volumen hier wird beim Chaikin deutlich negativ gewertet. Die ADL-Linie läuft nach unten, der CMF läuft nach unten. Und jetzt kommen wir zum großen Aber. Ne, aber der MFI, der sieht gar nicht so schlimm aus. Und das sehen wir ganz gut hier an diesen Tagen. Diese Tage haben dazu geführt, dass der MFI deutlich angestiegen ist. Von Bereichen von 48 dann wieder zurück auf die Werte, auf die Marke von 50, also so ein Mittelwert. Ne? Wir bewegen uns ja zwischen 0 und 100. Und diese Tage wurden vom MFI deutlich positiv bewertet, weil halt eine positive Performance da war. Diese Kerze, die wir zum Beispiel hier sehen, mit diesem ziemlich langen Docht, die findet Chaikin nicht so gut. Während der MFI sagt, wieso, ist doch eine steigende Performance. Na, da seht ihr schon, wo die Unterschiede sind. Fragt mich jetzt nicht, was besser ist, habe ich keinen Plan, kann ich euch nicht sagen. Aber ich will euch die Unterschiede verdeutlichen, sodass ihr seht, man kann Money Flow unterschiedlich berechnen und auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Weil der Money Flow, und jetzt komme ich wieder zu meinen Eingangsworten, an sich, das Volumen an sich, erstmal neutral ist, weil jedem Käufer ein Verkäufer gegenübersteht. Gut. So, aber was wir machen können, ist, jetzt haben wir ja diese Spalten und jetzt seht ihr, dass die Zahlenwerte hier angegeben sind. Ne, wir haben den MFI, wir haben den CMF, wir haben hier, seht ihr, die 0,26, die ich angesprochen habe, dann haben wir hier die 50,1 oder hier 50,081, da sind jetzt, das ist einfach nur gerundet. Und somit haben wir nicht nur einen Wert, der, oder anders, damit haben wir jetzt einen Wert geschaffen, dass wir mehrere Aktien miteinander vergleichen können. Denn diese 50 bedeutet für Adidas, okay, Volumen ist mehr oder weniger ausgeglichen. Aber was bedeutet das denn für den gesamten Markt? Das heißt, wenn wir im Crash sind, kann 50 gar nicht so schlecht sein. Dann hält sich Adidas wacker, dann ist das Volumen ausgeglichen. Während wir aber jetzt in der HOS sind, würde ich schon meine Zweifel haben. In der HOS und kein steigendes Volumen, da gibt es bestimmt Aktien, die mehr haben. Und genau um diese Frage zu beantworten, können wir dann ein Screening durchführen.
Wir können nämlich, anstatt hier die Aktien nach Namen zu sortieren, nach den Werten sortieren, den Werten MFI und CMF. Ich sortiere mal nach dem MFI, also hier nach unserem mit der Performance, mit dem Typical Price bedachten Volumen. Und wir schauen uns mal an, in welchem Rahmen sich das Ganze denn bewegt, auf Sicht von einem Jahr. Wir sehen, hier haben wir einen Wert von 60, da unten haben wir einen Wert von 45. Bedeutet, wenn wir 50 als neutralen Wert nehmen, dass 2/3 des Marktes schon mal vom Volumen her eher nach oben gehen und 1/4 hier nach unten mehr oder weniger geht, wenn ihr so wollt. Das wird wahrscheinlich in Crash-Phasen deutlich anders aussehen. So sehen wir auch, dass Adidas mit seinem Mittelwert von 50,1 eher im unteren Drittel einzusortieren ist oder fast hier am Kante zum unteren Viertel. Schauen wir uns die Deutsche Post mal an. Und da sehen wir, ja, die Kurve des MFI geht deutlich nach oben, geht jetzt hier über die 60er-Marke hinaus und wird ganz deutlich getrieben von den langen Kerzen, also von den positiven Performance, die wir im Kurs haben. Und das dann noch multipliziert mit dem Volumen und dann geht die Linie hier schnurstracks nach oben. Also das sieht richtig gut aus. Hier gibt es mal einen kleinen Rücksetzer, aber der führt auch nur dazu, dass der Wert mehr oder weniger stagniert, weil ihr müsst immer betrachten, das ist ja auf die letzten 260 Zeiteinheiten aufsummiert, geglättet. Ist wie so ein SMA. Schauen wir uns mal das aufs ganze Jahr auch an, weil ich habe ja gesagt, ich bin eher ein Fan von diesen langfristigen Einstellungen. Und da sehen wir, dass der MFI also wirklich ganz toll verläuft. Wir sind ja jetzt genau ein Jahr nach dem Crash und die Aktien, viele Aktien befinden sich ja in einer ordentlichen Hoss. Der ganze Markt befindet sich in einer Hoss. Wir sind am All-Time-High im DAX und das spiegelt sich hier auch deutlich wieder. Die Bewegung der Deutschen Post wird durch das Volumen oder vielmehr, jetzt muss ich ja genauer sein, ne, durch den MFI, durch den Money Flow Index wird das deutlich unterstützt. In dieser Konsolidierungsphase, die die Deutsche Post Aktie hier hatte, von November bis März, wo der Wert ja, mehr oder weniger so knapp über der 40 seitwärts gelaufen ist, gab es viele Kerzen, die negativ gewertet worden sind. Ne, von der Performance her waren wir mehr oder weniger gleich. Das heißt, es macht Sinn, dass der MFI hier auch auf einem Niveau verbleibt. Aber der Chaikin Money Flow ist gefallen, weil er gesagt hat, die Kerzen, die hier zwar seitwärts sind, sind von der Tendenz eher negativer von dieser Form. Ne? Wo steht der Schlusskurs im Verhältnis zur Spanne der Kerze? Und da sieht man den großen Unterschied. Jetzt könnte man sagen, hier hat einer immer ständig verkauft. Ne? Jemand hat hier in die Deutsche Post über Monate eher verkauft und dann ist am nächsten Morgen der Wert wieder bei 41 quasi in den Markt gegangen und dann im Laufe des Tages hat einer immer verkauft, bis es wieder bei 40 war. Am nächsten Morgen sind wir wieder bei 41 rein und so weiter und so weiter. So könnte man das deuten. Und als der dann weg war oder dann hier die neuen, ich schätze mal, das wären Zahlen gewesen sein bei der Deutschen Post, dass die sich im Augenblick an den Corona-Bedingungen dumm und dusselig verdienen, weil wir alle bestellen, dass da dann dieser Verkäufer oder allgemein diese Verkaufsstimmung dann durchbrochen wurde. Und dann zieht die Linie an und witzigerweise zieht jetzt auch das CMF an. Das heißt, die Kerzen werden auf einmal positiver. Ja, kein Wunder, ne, die Größen hier, ne, wir schließen hier ganz oben, hier ganz oben, hier ganz oben, hier ganz oben. Selbst hier sind wir recht weit oben. Ne, und das knallt dann auch hier voll rein. Und so kommt die auch so langsam aus dem Quark, ist aber bei 0,07, glaube ich, noch nicht so weit vorne. Schauen wir uns gleich an. Ich habe ja sortiert nach dem MFI. Eins nach dem anderen. Also, MFI auf lange Zeit, Wert von 60, im Augenblick der Wert, der mit am meisten Volumenunterstützung nach oben zieht.
Dann Covestro, Deutsche Bank etc. Ja, Covestro sieht so aus. Ganz spannender Wert. Können wir uns ja gleich mal merken, weil Volumenindikatoren gehen schon wieder nach oben. Kurs noch nicht. Na, die Volumenindikatoren sind schon vorauseilend. Können wir uns ja mal vielleicht gleich auf eine Watchlist knallen und mal überlegen, ob das interessant für uns sein könnte. Na, dann haben wir hier so eine Deutsche Bank. Da zieht der MFI jetzt auch schon nach oben, weil er natürlich die positive Performance hier mit drin hat. Während aber hier der CMF nicht ganz so prickelnd ist. Er ist noch im negativen Bereich. Die Kerzen sind also überproportional negativ gewertet worden. So, dann schauen wir uns das andere Ende der Fahnenstange an. Da haben wir Münchner Rück witzigerweise und die Allianz, also unsere Rückversicherer, die vom Moneyflow überhaupt nicht so gut dastehen. Das heißt, die Performance und das Volumen, da wird richtig nach unten gedrückt. Und das, obwohl der Kurs eigentlich gar nicht schlecht läuft. Bedeutet, die Aktie fällt zurück, geht von der Performance wieder auf den Ausgangswert zurück, aber dieses Fallen passiert wirklich unter mehr Volumen. Na, weil die Performance geht ja beim MFI voll mit rein. Ne? Der Typical Price und die Performance spiegelt sich da wieder. Das heißt, wenn wir einen Aktienverlauf haben, der von unten links nach rechts oben geht, also wir haben wirklich eine steigende Performance, bedeutet das, dass die Tage, an denen es runtergeht, mit überproportional starkem Volumen unterlegt sind. Und das führt hier wirklich dazu, dass der MFI jetzt bis auch hier auf den 1.3. eher fallend war. Der CMF, der die reine Candle-Form analysiert, ja, sieht das ähnlich. Da laufen die beiden Linien eigentlich relativ gleich. Und sie laufen vor allen Dingen nicht korreliert zur Kursbewegung. Ganz anderes Bild und witzigerweise bei beiden Rückversicherern. Allianz und Münchner Rück sitzen da quasi in einem Boot. Ja, ich gucke hier gerade, die ADL-Linie sieht gar nicht so schlecht aus. Na, die ADL-Linie, die wir beim letzten Mal uns noch angeguckt haben, die ja quasi die Akkumulation und die Distribution absolut aufsummiert. Deswegen stehen hier so riesengroße Zahlen, die wir aber nicht vergleichen konnten. Und man sieht, dass der CMF, der sich ja daraus ableitet, also nicht so richtig aus dem Quark kommt. Also das heißt, dieses Volumen im Verhältnis zum Gesamtvolumen ist auch eher als neutral zu betrachten. Okay, aber spannend zu sehen, dass hier so ein Unterschied ist. Das heißt, diese Phase hier hat ordentlich reingehauen. Wir haben deutlich negatives Volumen. Und im MFI sowieso. Da sieht man, wie hier die Rückversicherer ordentlich verkauft worden sind. Also auch schon als hier die Erholung so ein bisschen angefangen hatte, im letzten Jahr im April, Mai, wurde hier deutlich noch rein verkauft. Da hatte man also wirklich ordentlich Bammel, dass die Rückversicherer von dieser ganzen Corona-Geschichte doch noch betroffen sein werden. Gut, was haben wir hier noch? Genau, Münchner Rück, Allianz, Bayer. Da will das Volumen auch eher raus. Das heißt, sowohl die Form der Kerze als auch die Performance-Berücksichtigung sind beide negativ. Da, wenn man jetzt rein auf das Volumen guckt, ist das nicht so sehr ein Kandidat. Jetzt müssen wir mal vergleichen die beiden Spalten mit dem MFI und mit dem CMF. Na, wir haben ja gesagt, okay, beides sind Indikatoren, um den Money Flow zu bewerten, auf die unterschiedlichen Arten und Weisen, wie ich es ja jetzt schon mehrfach erläutert habe. Das heißt, diese Zahlen sollten jetzt nicht ganz unterschiedlich sein. Aber wir sehen doch, dass es zu Unterschieden kommt. Ich sortiere mal nach unserem CMF 260, so dass der größte positive Wert ganz oben steht und der kleinste hier unten. Wir sehen eine Daimler, BMW, also unsere Autobauer, stehen jetzt hier ganz vorne mit diesen 0,049, 0,038. Da würden wir jetzt erwarten, dass auch der MFI im positiven Bereich ist. Wir sehen, der ist nicht ganz bei
60 wie bei der Post, aber er ist so bei 56, 52, 55, das macht schon Sinn. Aber es gibt durchaus auch Werte wie bei der Heidelberg Zement, die sind wirklich, oder nehmen wir die Telekom, genau, das ist ein gutes Beispiel. Die Telekom hat nämlich beim MFI 54, also überdurchschnittlich und gut, ist aber beim CMF hier unter den letzten dreien. Also ich glaube, das wird ein spannender Chart sein, sich das mal anzugucken oder zu verstehen, was hier gerade passiert. Wir sehen also der CMF im negativen Bereich, während aber der MFI eher in den positiven Bereich geht. Das heißt, hier ist die Candleform auch sehr schlecht. Na, hier ist auch seit 2019 ist das schon, haben wir ganz viele, ich sage jetzt mal rote Candles, also da, wo der Schlusskurs unterhalb im unteren Bereich der Kerze ist. Während aber, wenn wir die Performance da auch mit reinnehmen und das Volumen so ein bisschen unter Performance-Gesichtspunkten sehen, ist es nicht ganz so schlimm. Wir schaffen jetzt hier bei der Telekom ja auch so gerade so ein Jahreshoch und das sehen wir dann im MFI doch eher. Ne, das heißt, da sieht man nun sehr deutlich die Unterschiede, wie da langfristige Seitwärtsphasen, das scheint ja wirklich so eine Art Muster zu sein. Das heißt, wir haben es bei Adidas gesehen, wir haben es gerade bei, es war das bei der Deutschen Post gesehen, die in ihren Seitwärtsphasen in den letzten Jahr, im letzten Jahr, in den letzten Monaten von der Form her im Laufe des Tages eigentlich immer weiter verkauft worden sind. Dementsprechend ist die CMF-Linie gefallen. Während aber, wenn man die Performance berücksichtigt, dann ist es eher seitwärts gewesen und dementsprechend ist der MFI auch seitwärts. Ich komme immer mehr so zu dem Schluss, warum hat der Chaikin die Candleform so stark bewertet? Ein Grund könnte sein, als wir vor 2 Wochen uns das angeguckt haben mit dem ADL und dem Chaikin und uns diese Grundlagen genau angeguckt haben, haben wir ja, glaube ich, festgestellt, dass das ja auch, war das nicht auch aus den Commodities kam? Das heißt, er hatte das gar nicht so sehr auf Aktien vielleicht im Blick. Kann damit zusammenhängen. Gut. Also, das heißt, wir haben hier MFI und CMF auf sehr langfristige Art und Weisen. Schauen wir uns nochmal an. Ja, unsere Highflyer im Augenblick. Die totgesagten Autobauer auf einmal wieder im Rallye-Modus. Ich gucke gerade, wo unsere Volkswagen abgeblieben ist. Die hat ja, da kommen, das ist ja, ne, wenn wir die 1000 erreichen, dann schließt sich der Kreis. Volkswagen hängt hier so ein bisschen hinterher, aber unsere BMW und die Daimler, die hängen in beiden Kategorien ganz weit vorne. Das heißt, diese Aufwärtsbewegung wird hier auch mit riesen, schönem Volumen, egal wie wir es messen, unterstrichen. Das Volumen, das mit der Performance multipliziert wird, klar geht nach oben, weil die Performance super ist, aber auch die Kerzenform ist hier auf einem absoluten Weg nach oben. Also so wollen wir das sehen. Viele grüne Candles. Viele positive, lustige grüne Candles, die hier nach oben gehen. Na, ganz anders als die Post oder die Telekom, wo dann diese Seitwärtsphasen eher von roten Candles, Kerzen gekennzeichnet waren. Hier ziehen wir so richtig schön mit Schmackes nach oben. Nur um euch mal Vergleichswerte zu geben. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, was ist besser oder was ist schlechter. Oder anders. Wenn ich natürlich langfristig mir den Verlauf angucken will, nehme ich langfristige Parameter 260. Wenn ich jetzt nur gucke, wo springt was an, ne, welche Aktie fängt jetzt gerade an, einen Sprung zu machen, dann gehe ich hier auf die kurzfristigen. Und dann sehe ich zum Beispiel, ja, perfekt. Ne, da sehe ich jetzt hier eine Volkswagen mit einem MFI-Wert von 20 bei 78. Ne, also das ist hier bei 80% des Volumens der letzten 20 Tage. Wird positiv gewertet. Ja, und da können wir hier mal reingehen, machen den mal nicht auf 260, sondern auf 20. Und dann haben wir hier ja, Werte jenseits der 70 und der 80.
So erkenne ich dann, wo ein Wert kurzfristig auch auf einmal anspringt. Das ist einfach eine andere Betrachtungsweise, je nachdem, was man machen möchte. Wenn ich dann aber mal so rauszoome, ne, dann seht ihr, was ich meine mit langfristiger Betrachtung, ja, und mit kurzfristiger Betrachtung. Ne, dann ist auf einmal so eine 78 ja nicht mehr ganz so spannend. Außer vielleicht wieder, wenn man guckt, wie weit geht's denn? Und eine Volkswagen schafft es vom Moneyflow-Index nicht über eine 80 zu kommen. Das heißt, da sind wir jetzt eher so in oberen Bereichen. Also da kann man diese Oszillatoren ja auch so interpretieren, dass dann wir hier doch so langsam uns den Kopf stoßen und zumindest es vom Volumen her einen Rücksetzer geben könnte. Wobei, da bin ich kein Freund von, weil eine Aktie kann viel mehr steigen, als es einen Oszillator hergibt. Ich würde es eher interpretieren als, okay, wo fängt jetzt gerade an, die Musik zu spielen? Klar, wir haben eine Volkswagen, BMW und Daimler sind klar. Telekom ist so ein Fall, genau, die aus dieser Seitwärtsphase auf einmal anfangen zu explodieren, wo dann die langfristigen Parameter noch gar nicht so bullisch sind. Hier erinnere ich an die minus 0,007, aber wo es dann jetzt auf einmal losgeht. Ja, dann sieht man dann hier auf einmal auch eine Münchner Rück. Gut, jetzt will ich aber gar nicht jede einzelne Zahl durchexerzieren, sondern will euch dafür ein Gefühl geben, wo die kurzfristigen und die langfristigen Werte, wie die zu interpretieren sind und in welchen Räumen, in welchen Spannen die sich dann bewegen. Je kurzfristiger, desto extremer, aber desto mehr verändert sich dieser Wert natürlich dann auch von Tag zu Tag. So, ich bin immer ein Freund der langfristigen Analyse. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier unseren MFI nehme, Volumen unter Berücksichtigung auch der Performance, dann sind hier im Augenblick die Werte ganz weit vorne. Ich habe also eine Deutsche Post, eine Covestro, ja, da sind wir gerade schon drüber gestolpert, eine Deutsche Bank und eine Daimler. Die vier haben wir hier vorne mit drin. Wenn ich die jetzt auch nach dem CMF sortiere, sehe ich, eine Daimler ist in beiden diesen Kriterien sehr gut. Da fällt die Deutsche Bank jetzt so ein bisschen raus, weil sie wahrscheinlich in den letzten 260 Handelstagen von der Kerzenansicht doch deutlich negativer aussieht. Hier haben viele dann doch eher rein verkauft und sind skeptischer gegenüber diesem Wert. Das ist mal Folgendes, jetzt nehme ich die mal raus, bleiben noch die drei. Und dann möchte ich natürlich auch, dass die hier kurzfristig interessant sind. Das heißt, sie hat jetzt nach MFI 260, nach CMF 260 sortiert. Dann mache ich das doch mit den ersten beiden auch. Und sehe, aha, eine Daimler ist hier auch ganz weit vorne, eine Deutsche Post. Hier fällt die Covestro dann raus. Und dann mache ich es nochmal abschließend mit dem CMF. Und dann sehe ich, ja, eine Daimler ist eindeutig in allen vier Kriterien dann die im Augenblick Volumen trendstabilste Aktie. Ne, so kann man sich dann hier ein oder zwei Werte dann raussuchen, die quasi über alle diese Spalten interessant sind. Ich mache mal das ganze Spiel genauso auf der anderen Seite. Fangen wir mal an mit der Aktie, mit den Aktien, die langfristig am meisten fallen. Münchner Allianz, Bayer und Fresenius kommen dann hier ins engere Feld. Dann sortiere ich nach dem CMF. Und dann sehen wir, och, die Allianz, die schlägt sich da viel zu gut. Ich will ja einen Short-Kandidaten haben, dann fliegt der schon mal raus. Dann mache ich das mit den kurzfristigen Werten. Bayer und Fresenius haben sie nochmal gerettet, aber Münchner Rück zieht jetzt so langsam an, also ist die auch raus. Und dann nehmen wir noch den CMF und dann ist Fresenius raus. Und dann habe ich Daimler auf der Long-Seite und Bayer eher auf der Short-Seite als schwächster Wert. Und somit ist es rein von der Analyse des Kurses und von der Analyse des Volumens her bei Bayer im Augenblick nicht ratsam, hier große Long-Positionen aufzubauen. Ne, weil die sprechen erstmal dagegen. Und die sprechen nicht nur dagegen von den reinen Zahlenwerten, ne, dass ich jetzt hier sage, oh, minus 0,1 ist aber schlecht, sondern dass ich sagen muss, nee, im Vergleich zu allen 30 Werten
stellt sich da Bayer im Augenblick am schlechtesten an. Kann man auch irgendwo nachvollziehen, wenn wir jetzt sehen, dass der Markt ja in einer totalen Hoss ist, wir auf All-Time-High sind und Bayer sich bei 53 irgendwo bewegt. Wären wir in einer schlechten Marktphase und Bayer würde unternehmerisch so agieren, wie sie agieren, um das mal ganz neutral zu sagen, na, dann wäre das hier wahrscheinlich auch eher, würde der Kurs auch wahrscheinlich eher deutlich fallen. Na, also das, was ich damit sagen will, wie sagt man, bei der Flut steigen alle Schiffe, ne? Und jetzt im Augenblick haben wir kaum richtige Katastrophenkandidaten im Markt, weil einfach der Markt unheimlich viel Geld reingespült wird. Sobald sich das aber mal ändern sollte, dann werden dann die schwachen Werte ja auch deutlicher zurückkommen. Hier, ne, ist immer mein Hinweis, hier jetzt gucken, was ist los bei Bayer, was macht Bayer? Aber die Geschichte kennen wir ja nun alle zu Genüge. Gut, ich gucke nochmal in die Fragenbox. Der Norbert fragt, der Pivotal Point spielt für die Kurzfristbetrachtung eine große Rolle. Wie macht sich dies bei MFI und CMF bemerkbar? Das ist eine gute Frage und eine tolle Frage. Also er meint ein Pivotal Point. Pivotal Point ist ja so ein Ansatz, den wir bei TraderFox sehr intensiv betrachten. Ein Pivotal Point ist ein Punkt der Entscheidung, wenn man das aufs Deutsche übersetzt, ein Schlüsselpunkt. Und dieser wird meistens durch Nachrichten definiert. Ein Unternehmen meldet Zahlen. Bei einem Unternehmen tritt der Vorstandsvorsitzende zurück. Bei einem Unternehmen passiert irgendetwas. Und das sind Tage, an denen neue Informationen in den Markt kommen. Häufig sind, wenn diese Informationen unerwartet sind, haben sie eine große Auswirkung auf den Kursverlauf. Na, unsere Seminare, die wir hier im Hause gemacht haben, noch vor Corona, aber die wir jetzt ja auch in der Katapultreihe machen, gehen da sehr, sehr intensiv drauf ein. Na, an der Börse wird immer gehandelt, die Erwartungen und die Sicherheit, mit der diese Erwartungen eintreten. Ich schweife ab. Pivotal Point, Schlüsselpunkt, neue Informationen kommen in den Markt. So, und da war jetzt die Frage, wie spielt da jetzt das Volumen mit rein? Was man sehen will, ist, dass natürlich dieser Schlüsselpunkt, diese neue Information durch den Kurs, aber auch durch das Volumen bestätigt wird. Also ich mache ja nicht nur dann eine Linie in den Chart oder wir machen da nicht nur eine Linie in den Chart und sagen, okay, dieses Kursniveau, wo diese neue Information in den Markt gekommen ist, sollte nicht mehr unterschritten werden. Schauen wir uns mal, die Telekom ist doch hier ein gutes Beispiel. Na, das heißt, die melden Zahlen, melden irgendeine Information, die so reinknallt in den Markt, die keiner erwartet hat. Und dann will ich natürlich sehen, dass nicht nur der Kurs sich über diesen Preis hält, sondern auch das Volumen. Lange Rede, kurzer Sinn. Mit den langfristigen Volumenindikatoren wäre ich da zum Beispiel vorsichtig, aber dann die kurzfristigen, die sollten sofort anspringen. Wobei, wenn ich mir das hier so richtig angucke, na, auch die MFI 260er, jetzt habe ich hier die langfristigen, kommen zwar von niedrigen Niveaus, aber springen dann auch relativ schnell an. Na, ich will also am besten sowohl im Volumen als auch im Kurs sofort eine Reaktion sehen. Und so will ich eigentlich, dass wenn die Telekom gute Zahlen meldet oder dass die Telekom irgendwas Positives meldet, dass die dann hier auch unter den ersten paar ist. Und solange dieser Wert da auch oben bleibt, kann ich den Impuls, wenn ich jetzt reiner Swing Trader bin oder reiner News Trader bin, kann ich dann sagen, solange hier diese Werte hoch sind, hoch im Sinne von absolut hoch, aber auch im oberen Drittel, bleibe ich drin oder lasse ich es einfach mal laufen, guck mir die ganze Bewegung mal an. Na, dass heute eine Volkswagen mal 5% zurückkommt, ist vor der Tatsache, wie die letzten paar Tage gelaufen ist, nicht sonderlich verwunderlich. Und da kann man dann überlegen, wie weit gebe ich dem hier Platz. Aber wenn wir mal sehen, was hier für Volumen reingegangen ist und wie alle Volumenwerte nach oben geschossen sind, würde ich jetzt hier bei minus 5% nicht sagen, oh Gott, ich muss hier raus. Na, sondern dann könnte man ja sagen, solange sich die Volkswagen hier unter den ersten dreien auffällt, was auch immer, bleibt die einfach drin. Lass ich es mal laufen, gucke ich es mir mal an. Was ich so sehr sympathisch finde, weil ich eigentlich kein Freund bin immer von Stop-Loss-Kursen, die sich rein an Kerzen orientieren. Weil da werde ich immer ausgestoppt. Na, da liegen ganz viele Orders und da kann man einen Cent nach oben oder nach unten gehen. Da braucht er nur irgendeinen Makler mal husten.
Aber wenn ich sage, wenn eine Aktie im Vergleich zu seiner Vergleichsgruppe hier oben bleibt, dann lasse ich es doch laufen. Also wenn dieser MFI-Wert auf 20 Einheiten jetzt schön über 70, 75 bleibt oder hier immer unter den Top 3 bleibt, ja, dann soll der auch mal 5% zurückkommen. Gucken wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. So, also lange Antwort auf diese kurze, aber sehr gute Frage. Wie kann man da diese Indikatoren mit reinnehmen? Ja, mit reinnehmen, dann mit kurzer Betrachtungszeitraum und dafür nutzen, um zum Beispiel für News Trader herauszufinden, wie lange man in so einer Bewegung dann jetzt drin bleibt, um dann auch oder mehr Kriterien zu haben als der reine Kursverlauf und dann, nur immer sein Stop-Loss hier auf das Tief der Kerze zu setzen, sozusagen. Nur solange das hier insgesamt passt, lasse ich es mal laufen. Gibt es eine Aufzeichnung? Ja, es gibt von allen Entwicklerkonferenzen Aufzeichnungen und die findet ihr auf unserer Eventseite. Die findet ihr dann auch auf YouTube, also TraderFox und Entwicklerkonferenz mal suchen. Gibt es auch die von heute. Der MFI spiegelt aber eigentlich deskriptiv den Kurs wider. Wie kann ich mit Indikatoren Prognosen ableiten? Prognosen im Sinne von Kurszielen, so verstehe ich das Ganze mal. Nein, Kursziele tue ich mich immer schwer mit, das abzuleiten, also irgendetwas zu projizieren und zu sagen, wir sind hier aber 10 Euro gestiegen, also müssen wir nochmal 10 nach oben. Na, Fibonacci, ich höre dir trapsen und so. Hossen können länger gehen als jede Fibonacci-Linie. Ich würde eher darauf gucken, wie verhält sich ein Wert zum Markt. Das kann ja mal sein, dass der Markt eine Korrektur, zu viel gesagt, mal 2, 3 Tage Verschnaufpause macht. Und dann will ich aber eigentlich sehen, dass wenn diese Verschnaufpause so langsam wieder abgearbeitet wird, dass dann meine Favoriten sofort wieder oben mit dabei sind. Das heißt, ich würde immer danach gehen, sortiert diese Listen nach dem Indikator oder an anderen Indikatoren und kümmert euch immer um die, die hier oben sind. Na, wir haben ja unheimlich viele Indikatoren, auch zu Trendstabilität, Trendstärke etc. Und sich da einfach zu gucken, ich bin jetzt in einem Wert drin und der ist trendstark und da zu sagen, ich gehe entweder raus, wenn hier so ein Tief unterschritten ist oder ich gehe raus, wenn 22,25 Fibonacci-Punkte erreicht worden sind, bin ich gar kein Fan von. Guckt euch an, wie manche Werte nach oben ziehen. Ich sage ja mal, die können mehr steigen, als das Lineal eines Charttechnikers hergeben. Und da würde ich eher danach gehen, wenn die hier weiter oben ist, laufen lassen. Und dann kann die auch mal einen kleinen Schubser nehmen. Wenn aber der Wert zurückkommt, ne, wenn es auf einmal, wenn die Volkswagen mit diesem Indikator nicht besser sich bewegt als die anderen, weil hier doch auf einmal Verkäufer reinkommen und so weiter und so fort, ne, dann würde ich sagen, okay, die Volkswagen schafft keine proportionale Steigerung gegenüber den anderen Aktien und über der Vergleichsgruppe. Und dann wäre ich eher vorsichtig. Gut, das soll es für diese Stelle gewesen sein mit der Aufzeichnung. Alle, die jetzt die Aufzeichnung sich angucken, verpassen quasi das Beste. Denn jetzt nach der Aufzeichnung gehe ich noch auf weitere Fragen ein und kann ein bisschen lockerer weiterformulieren.